Willkommen zu einer neuen Folge von Rampenfieber. Mein Name ist Officer Krupke und ja, komm Hühner, haut ab. Haut ab! Schon hart in meinem Beruf. Ich vertrete heute Tim Ulrich Stünneberg, den ich eingebuchtet habe, wegen gewisser Delikte, zu denen ich nicht nähere Auskunft geben will. Und wie Sie sehen, befinde ich mich nicht im Theater Trier, sondern in Trier West, einem harten Pflaster. Und zwar in der Vorhalle zur Bobinett-Halle, wo heute unser Highlight, die Westside Story, spielt. Und ich habe eine sehr große Rolle da drin, also unbedingt gucken kommen. Aber bevor wir zu den weiteren Highlights kommen, erstmal zu meinem Chefdramaturg Peter Oppermann und zu unserem Intendanten Gerhard Weber. Und die erzählen Ihnen mehr, was diese Saison kommen wird. Und jetzt bleiben Sie dran. Der offizielle Auftakt der neuen Spielzeit, das Theaterfest in guter alter Tradition. Aber wie man weiß, sind ja gute alte Traditionen auch da, um mit Ihnen zwischendurch auch mal wieder zu brechen. Genau das tun wir in dieser Spielzeit. Wir werden nach dem bunten Familienprogramm, das am Nachmittag des 2. Oktober stattfindet, am Abend eine Gala in neuer Form veranstalten mit vielen neuen Highlights. Unter anderem ein Ratequiz mit Zuschauerinnen, Zuschauern, Prominenten. Der Verein der Freunde und Förderer wird die Theatermaske erstmal in ganz neuem Rahmen verleihen, mit verschiedenen Nominierten aus allen drei Sparten, die mit dabei sind, sodass es also richtig spannend wird am Abend, wer sie dann am Schluss bekommt. Und das Ganze noch flankiert von der 75. Vorstellung von Patrick Süskinds Der Kontrabass in der Hauptrolle mit Michael Opelders. Und wir werden als besonderes Highlight ein Exzerpt daraus vorstellen, unter Mitwirkung des Philharmonischen Orchesters der Stadt Trier, diesmal ganz monumental sozusagen und nicht als Kammerspiel. Das ist, glaube ich, eine ganz neue Formen ein Highlight. Und ich denke, dass wir mit diesem Theaterfest natürlich auch unter Beweis stellen, zu was das Dreispartenhaus nach wie vor in der Lage ist. Ganz wichtig im Moment in kulturpolitisch nicht einfachen Zeiten. Und genau das werden wir verbinden mit einem Aktionstag in der Nähe dieses Theaterfestes, um noch mehr Triererinnen und Trierer ins Theater zu bekommen und tatsächlich zu zeigen, wie wichtig das Theater für diese Stadt ist. Also ein ganz, ganz wichtiger, auch kulturpolitischer Akzent zu Spielzeitbeginn am 2. Oktober. Aufnahme Barbier von Sevilla, für uns ein ganz wichtiger Punkt, weil bei Bierfeld und Sevilla hatte ja in der letzten Spielzeit, am Ende der letzten Spielzeit noch in der Inszenierung von Nils Cooper einen grandiosen Erfolg. Und wenn ich das richtig sehe, ist das der 16.10. ist die Premiere mit unserer Hausbesetzung. Da sind wir besonders stolz drauf. Vor allen Dingen mit der Frau Czesler, mit der Frau Beck, mit dem Herrn Traut, Herr Stojanovic, also richtig unser richtig tolles Ensemble ist, der Sängerensemble ist dabei und das ist eine sehr spritzige, so ein bisschen der Commedia dell'arte eigentlich angepasste Inszenierung. King and I, das kennt man eigentlich weniger als Musical, sondern man kennt es als diesen wunderbaren Film mit Jules Brünner, der Mann mit dem markanten Kopf. Wir können das aber auch bei uns wunderbar besetzen, Jules Brünner. Lebt nun leider nicht mehr. Ich glaube, das hat das über 1000 Mal im Broadway gespielt. Man sieht daran, wie unheimlich erfolgreich dieses Musical The King and I ist. Es erzählt die Geschichte eines Königs, des letzten Königs von Siam. Siam ist in dem Fall als Thailand dann auch zu verstehen, der sich in einen Konflikt mit einer Lehrerin aus England begibt. Die versucht, ihn zu zivilisieren. Dann entsteht natürlich die heiße Liebe daraus, die aber dann doch nicht so glücklich endet. Und es ist vor allen Dingen deshalb interessant, weil es eben diesen Flair Asiens mit rübernimmt, zusammen eben mit der europäischen Kultur. Es trägt eigentlich eins unserer Themen fort, und zwar Welteroberung im besten Sinne des Wortes. Und das ist vielleicht noch erwähnenswert. Wir bekommen das in einer grandiosen Ausstattung von den Landesbühnen, Landestheater Innsbruck. Das war aber auch schon in Kaiserslautern ein Riesenerfolg. Und wir gehen mal davon auch aus, dass es hier mit unserem Orchester, mit unseren Solisten, aber auch mit unseren Chören und sogar noch mit vielen Kinderchören ein großer Erfolg werden wird. Und bei uns ist natürlich auch bald wieder das Weihnachtsgeschäft wieder los. Und was ist natürlich wichtiger denn auch für alle, wenn wir wieder alle Kinder und Familien aus Trier und Umgebung, aus den Landkreisen bei uns wieder zum Weihnachtsmärchen begrüßen können. Und das Weihnachtsmärchen, auf das schon viele gewartet haben, ist erstmalig hier bei uns eine Woche voller Samstage. Dieses grandios wunderbare Paul-Mahr-Stück.
Und zwar in der Inszenierung eines ganz altbewährten Herrn Kollegen, Kadi Köhler wird es inszenieren, der jahrelang hier bei uns am Theater Trier Oberspielleiter war, der viele Operetten erfolgreichst inszeniert hat. Und er selber nun schon mittlerweile Vater von einigen Kindern, ist sicherlich der kompetente Regisseur dafür. Eine Woche voller Samstage mit diesem verrückten Samst, der es schafft, seinen Ziehvater, Herrn Taschenbier, zu einer etwas lockeren Lebenshaltung zu verführen. Also Pädagogik in einem sehr humanen Sinne. Ein großes Highlight und auf einen Komponisten, auf den schon alle, glaube ich, auch hier wieder sehnsüchtig gewartet haben, seit der letzten Inszenierung von Puccini. Wir machen in diesem Jahr die Bohème, eine der wirklich ergreifendsten, wirklich wunderbarsten Opern. Benedikt Bormann, der schon den Mozarts Figaro hier bei uns vor mehreren Jahren inszeniert hat, der macht die Inszenierung in der Ausstattung von Manfred Breitenfellner, ein Ausstatter, der ja schon seit vielen, vielen Jahren in Trier arbeitet. Nach langen Verhandlungen ist es uns gelungen, die Rechte für die Filmfassung von Til Schweigers Erfolgskomödie Kein Ohrhasen für das Theater Trier zu bekommen, in der Inszenierung von auch Publikumsliebling Michael Opelders, der normalerweise immer oben auf der Bühne steht. Der wird die Inszenierung besorgen und es wird eine ziemlich freche, witzige, pointierte Komödie um zwei Menschen, die sehr, sehr unterschiedlich sind und am Schluss, das darf ich doch verraten, dann doch noch zusammenfinden. Und eine turbulente Komödie, in der die Schauspieler teilweise in 5-6 Rollen schlüpfen werden. Also ich denke, das wird richtig turbulent. Wir führen in dieser Spielzeit selbstverständlich auch unsere mittlerweile bestens etablierte Reihe Theater in außergewöhnlichen Spielstätten fort und zeigen diesmal ein sehr ernstes Stück im Trierer Landgericht. Eigentlich vor dem Hintergrund, dass ja in den Medien immer wieder periodisch Fälle auftauchen von Kindesmissbrauch, Vergewaltigung. Und das ist ein Thema, das uns auch seit langem schon beschäftigt, wie man sich kritisch damit auseinandersetzen kann. Was kann die Gesellschaft dagegen tun? Was kann die Justiz tun? Und genau darum geht es in dem Stück Bartsch Kindermörder, das der Autor Oliver Rehse, der im Übrigen auch Intendant des Schauspiels Frankfurt ist, vor über 10 Jahren geschrieben hat auf der Grundlage von Briefen des Kindermörders Bartsch. Und wir haben uns überlegt, welcher Ort würde besser für so ein Stück, das sich ja mit juristischen Fragen durchaus auseinandersetzt, mit gesellschaftlichen Fragen, welcher Ort würde besser passen als das Landgericht. Und eben dort in dem Landgericht wird Britta Benedetti, die zuletzt mit großem Erfolg das Stück Nipple Jesus von Nick Hornby in der Europäischen Kunstakademie inszeniert hat, inmitten sozusagen dieses Orts, wo tagtäglich Gerichtsverhandlungen stattfinden, wo brisanteste Fälle verhandelt werden zwischen Klägern, Anklägern und der Staatsanwaltschaft. Eben dort werden wir dieses Stück zeigen und sind auch sehr froh, dass man uns dort reinlässt. Denn das ist ja ein sehr, sehr, sehr brisanter Ort, selbstverständlich. Und wir hoffen, dass wir auch eine sehr, sehr umfangreiche und lebendige Diskussion mit dem Publikum haben werden, die im Übrigen in Kooperation mit der Volkshochschule Trier stattfinden wird. Der Leiter Rudolf Hahn bietet verschiedene Veranstaltungen hierzu an. Unter anderem wird auch ein Psychologe und Kriminalpsychologe einen Vortrag halten und es wird Diskussionen zu diesem Stück geben. Und wegen des großen Erfolges in der vergangenen Spielzeit haben wir uns entschieden, das Stück Josef und Maria von Peter Turini wieder aufzunehmen und werden eine umfangreiche Aufführungsserie zur Weihnachtszeit eben dort spielen mit Angelika Schmidt und Hans-Peter Loy in der Hauptrolle. Und das ist eine sehr, sehr nachdenkliche Geschichte, auch über zwei Menschen, die sich zur Weihnachtszeit aus der Einsamkeit heraus annähern. Und ich glaube, ein sehr nachdenklicher Blick. Was fehlt in unserer Präsentation? Natürlich das Ballett, das Tanztheater. Ja, es ist vielleicht ein bisschen mehr. Nein, es ist doch Tanztheater, würde ich mal sagen. Denn wir machen ein Traditional dieses Jahr wieder, auch das zur Weihnachtszeit, am 17.12. In der Inszenierung eines Choreografen, den Sie, Herr Oppermann, uns sehr empfohlen haben, der hier auch schon kleinere Sachen choreografiert hat. Das ist Tarek Assam, einer der ganz bekannten deutschen Choreografen, schon seit langen Jahren am Theater Gießen. Tanztheaterdirektor wie unser Sven Grützmacher, der ja auch noch in dieser Spielzeit, aber im nächsten Kalenderjahr noch etwas Tolles machen wird. Dornröschen mit der grandiosen Musik von Tschaikowski, original gespielt in einer neuen, interessanten, finde ich, Inszenierung, die das Stück etwas neu sieht, aber trotzdem sehr stark am Stoff bleibt. Wir spielen zurzeit sehr, sehr erfolgreich unsere West Side Story. Es gibt, glaube ich, fast gar keine Karten mehr. Und zwar außerhalb des Theaters in der Bobinet-Halle. Aber wir freuen uns wirklich schon wieder sehr, dass wir bald wieder in unser Haus zurückkehren würden zur Premiere der Maria Stuart. Ja, und Sie, meine Damen und Herren, meine
unsere treuen Theaterkunden und welche, die auch neugierig geworden sind, vielleicht durch uns. Wir freuen uns sehr, denn zu dieser Spielzeit recht zahlreich bei uns wieder im Theater am Augustinerhof begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Soweit ist das Ziel nämlich gar nicht. Und unser Motto für die Spielzeit am Ziel angekommen heißt natürlich, dass nicht nur wir da ankommen wollen, obwohl ankommen ist ja für uns gar keine Frage. Im Gegenteil, es ist ja immer die Entwicklung, der Prozess sowas hin künstlerisch. Aber dass Sie ankommen, das ist wichtig und soweit ist es gar nicht. Also in diesem Sinne, bis bald. Trier West. Ja, schneller! Schon nach der Job hier in der Bobinetthalle. Wieso kommen die eigentlich alle mit dem Fahrrad? Haben die keine Motorräder? Was bist du denn aus? Alles ein bisschen mit Ordnung, ja. Schon ein bisschen was anders hier, ne, in der Bobinetthalle als im Theater. Und die West Side Story kann man auch nicht unbedingt mit einem klassischen Stück wie Maria Stuart vergleichen. Naja, übrigens hat Maria Stuart nach der Eröffnung des Großen Hauses direkt Premiere. Sollten Sie sich anschauen. Ich kontrolliere mal die Instrumente. So, Lothar, ja, my man, alles in Ordnung? Ja, ich denke schon. Okay, hast du alles im Griff? Ja. Sehr gut. Pass mal auf die Drogenzähne auf, ja? Habe ich alles im Griff. Okay. Auf strenges Recht von meinem irdischen Richter. Rechtsunerschwerten zweifelt nicht daran. Ist mein Prozess entschieden, Sir? Ich weiß nicht. Bin ich verurteilt? Ich weiß nichts. Man nimmt hier Hass zu Werk zu gehen. Engels Beherrscher haben nichts zu fürchten als ihr Gewissen und ihr Parlament, was die Gerechtigkeit besprochen, furchtlos vor aller Welt. Es ist die Macht vollziehen. Man sucht euch, Oheim. Brisantes politisches Stück, man darf sagen, Politthriller eigentlich, so wie wir es sehen. Und Schiller hat ja vor über 200 Jahren, 1800, dieses Stück uraufgeführt. Und es hat bis heute an Aktualität nichts verloren. Im Gegenteil, ich behaupte sogar, es ist brisanter auch geworden in der Inszenierung von Intendant Gerd Weber, weil er natürlich versucht, in diesem Stück zwei Figuren zu zeichnen, die Maria Stuart und die Königin Elisabeth, die ganz unterschiedliche Charaktere sind und als Reaktion damals auf die französische Revolution, eigentlich das Ideal der Maria Stuart, die am Schluss in den Tod geht, der Vollkommenheit einer authentischen Politikerin sozusagen skizziert hat und den Gegenentwurf dazu in der Königin Elisabeth. Und ich glaube, der Link in die Gegenwart hinein ins Jahr 2011, der ist nicht so schwer, wenn man sich überlegt, dass es auch in diesem Stück, auch in ihrer Inszenierung ja darum geht zu zeigen, wie sich Politiker auch abhängig machen von Strömungen, von spontanen Stimmungen im Volk, Wählerstimmen, muss man ja dazu sagen heute. Und ich glaube, da müssen wir gar nicht nach Frankreich, England schauen, da müssen wir nur bei uns im Bundestag schauen, um zu sehen, was da zurzeit abgeht. Und dann wird man ganz, ganz schnell realisieren, wie politisch dieses Stück heute ist und wie brisant. Wie gesagt, Barbara Ullmann, Sabine Brandauer in den Hauptrollen, Garant, zwei Publikumslieblinge. Und ich denke, das wird eine hochspannende Inszenierung nach meinem jetzigen Probenstand. Ist mein Urteil gefällt? Entdeckt es mir frei, ich kann es hören. Es ist gefällt. Die 42 Richter haben ihr schuldig ausgesprochen über euch. Heftig dringend auf des Urteils Vollstreckung. Nur die Königin säumt noch. Sie könnte es wagen, mein gekröntes Haupt schmerzvoll auf einen Henkerblock zu legen? Sie wird es wagen, zweifelt nicht daran. Sie könnte so die eigene Majestät und aller Könige im Staube wälzen? Und fürchtet sie die Rache Frankreichs nicht? Sie schließt mit Frankreich einen ewigen Frieden. Dem Herzog schenkt sie Thron und Hand. Wird sich der König Spaniens nicht waffnen? Nicht eine Welt in Waffen fürchtet sie, solange sie Frieden hat mit ihrem Volke. Den Briten wollte sie dies Schauspiel geben. Dies Land, Milady, hat in letzten Zeiten der königlichen Frauen mehr vom Thronhab aufs Blutgerüste steigen sehen. Nein, Mortimer! Thank you.
Und dann haben sie die Hosen immer so da unten hängen. Mein Großvater hat mal gesagt, wo soll die Jugend wissen, wo ihr Kopf ist, wenn sie nicht mehr weiß, wo ihr Arsch ist. Ja, ich habe auch so eine Art Dirigentenstock. Wo wir gerade bei Orchester waren. Wir haben einen Orchestermusiker rausgesucht, der ein bisschen was über sich erzählt. Und das ist der Lothar Breitmeier. Ja, und was er zu sagen hat, schauen Sie sich doch einfach mal an. Ich kontrolliere ein bisschen weiter. Es war bei mir eigentlich so, dass schon im Elternhaus wohnte immer eine Lehrerin bei uns. Und die nötigte mich immer, Blockflöte zu spielen. Und das ging auch ganz gut, bis ich einfach keine Lust mehr hatte und einfach nur noch gespielt habe, was ich wollte. Und das war so einige Jahre, war die mit im Haus, aber ich hatte auch ein sehr interessantes Umfeld, also Verwandtschaft, und da waren Chöre und Sänger. Einer brachte es bis zum Frankfurter Opernchor. Und da habe ich sehr viel Chor gesungen und das hat Spaß gemacht. Und da war wiederum ein Freund, der spielte plötzlich Klarinette, und dann sage ich, was hast du denn da? Ja, das ist eine Klarinette, habe ich jetzt ein paar Wochen Unterricht. Und dann habe ich gesagt, ja, gib doch mal her. Und dann von der Blockflöte weiß man ja schon irgendwo wohin. Und ich habe dann einfach mal ein bisschen probiert, ging alles, die tiefen Töne kamen alles, ich nach Hause, und ich war kein braver Schüler, ich war wirklich ein schlimmes Kind, ich nach Hause, ich möchte Klarinette auch lernen dann. Und meine Eltern, Gott, es fängt damit sowas an, das wird doch auch nichts oder so. Dann wurde die Klarinette für 420 D-Mark noch gekauft, weiß ich noch. So kam ich dann zur Klarinette, und derjenige, der heute mit mir spielte, der macht überhaupt keine Musik mehr. Der ist also eigentlich verloren gegangen. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt lebt, wo er ist. Ich komme genau zwischen Rhein und Mosel. Also wenn man das deutsche Eck ein bisschen erweitert, dann liegt dann irgendwo im Land Mayen. Mayen ist eine kleine Kreisstadt mit einer wunderschönen Burg. Wir haben auch sehr interessante Festspiele. Und da komme ich jetzt auch her. Also genau gesagt noch 3 Kilometer außerhalb von Mayen. Aber ich fühle mich schon als Mainer so zugehörig. Also ich bin doch mehr so im Klassischen auf die Klarinette gekommen und wollte auch klassisch spielen, mache ich es heute auch noch. Also es gibt Dinge, die wir heute im Orchester spielen müssen, die also auch in Richtung Jazz gehen. Das müssen wir auch drauf haben. Das kommt dann mit der Zeit, aber der Grundgedanke war eigentlich Oper, Theater. Und da weiß man als junger Musiker, weiß man ja noch gar nicht, was auch im Theater einen erwartet. Man denkt immer nur schöne Oper, Rossini, Verdi, und das ist dann alles. Und dann wundert man sich, was man alles so vorgelegt bekommt. Ich hatte eine kaufmännische Ausbildung und habe alles so nebenbei gemacht mit Musik. Immer gute Lehrer gehabt. Und ein Lehrer, der war dann aus Koblenz. Koblenz gibt es heute noch einen Musikchor, einen Bundeswehrmusikchor. Der Soloklarinettist, der unterrichtete mich dann in Mayen. Und irgendwann kam ja die Zeit, so in meiner Zeit, so, wo man dann 18, 19 wurde, hieß es ja, irgendwann kommt die Zeit, die Bundeswehr ruft dich oder du verweigerst. Und früher war das ja noch ein bisschen härter. Da musste man Instanzen durchlaufen, um vielleicht in den Zivildienst zu kommen. Und irgendwo dachte ich, über die Musik, vielleicht machst du einfach bei der Bundeswehr Musik. Und dann habe ich dann in Koblenz vorgespielt und wurde dann auch genommen. Und dann habe ich einige Jahre in Koblenz Musik gemacht und habe dann eben in diesem Musikchor, das war so ein Pool, da kamen Musiker und eben vom Fach eben Klarinettisten zusammen. Die wussten dann schon, wo studiert man gut. Wo sind die Chaoten? Zu welchem Professor soll man nicht gehen? Welche Hochschule ist die richtige? Und das war genial. Und da konnte ich dann auch genau aussuchen und überlegen, wo gehst du dann hin? Als ich dann eben ein Examen hatte, da hat es nicht lange gedauert. Es hat schon ein paar Probespiele gekostet. Und da muss man als Student überhaupt, wenn man ans Theater will, dann ist man ja wirklich, es ist schon verdammt schwer, irgendwo anzukommen. Und man muss einmal wenigstens der Beste sein. Das heißt also unter 16, die schon selektiert sind, einmal der Beste sein, einmal die Stelle kriegen. Nach Trier wollte ich eigentlich nie.
Das ist ganz lustig, das darf man ja, aber darf ich aber sagen. Ich hatte einfach so ein Trauma, so ein Kindheitstrauma. Ich war mal als Kind mit einer Schule in Trier und es hat nur geregnet. Und dann liefen da irgendwelche Straßenbahnen. Also das ist ja heute nicht mehr denkbar. Das war früher so. Das war also Busse, so stromgelenkte Busse, die da, also das war also ganz grauenvoll. Und ich hatte das überhaupt nicht gut in Erinnerung. Und irgendwann stand dann plötzlich Trier irgendwo als Stelle, die zu erhalten sein konnte. Und dann dachte ich, muss ja überall mal hin. Und so war es dann eben. Dann kam ich nach Trier und ich bereue es überhaupt nicht. Dann kam eben dieses Saxophon. Das kam mir da irgendwo doch mal zugute. Und es war so, dass ich also während meinem Studium nie Saxophon geblasen habe. Nie auch, ich war irgendwo einmal geheilt. Ich hatte als 16-Jähriger von einem Musiklehrer mal ein Saxophon ausgeliehen. Ich weiß heute noch nicht, war das schlecht oder war ich schlecht. Aber manchmal kann ein Instrument ja auch sehr schlecht sein. Und es ging, also tiefe Töne kamen nicht. Und dann habe ich das Ding für immer weggelegt und habe gesagt, so, oder zurückgegeben. Und habe gesagt, nee, also mit Saxophon, dieses Zeug, das mache ich aber jetzt überhaupt nicht. Mein Kollege, der jetzt schon in Pension ist, der spielte wunderbar dieses Instrument und sagte, ja, wir beide teilen uns den Job hier und du wirst das auch spielen. Ich hatte nie geübt drauf und nie irgendwelche Etüden oder irgendwelche Skalen gespielt, sondern einfach dachte ich, jetzt musst du nur das spielen können, was da steht. Und habe ich das erst bei der ersten Produktion einfach nur das gespielt, was da stand. Und später kam ich dann, dachte ich, ach ja, geht doch. Und dann kam das Saxophon dazu und das hat sich immer mehr gesteigert, bis wir dann irgendwo ein Saxophonquartett gegründet hatten. Und also nicht unbedingt mit internen Leuten, sondern auch mit externen Freunden, bekannten Musikern. Und dann haben wir lange ein Saxophonquartett gemacht, wobei ich dann immer Sopran spiele. Die Klarinette stand immer am Anfang und aus der Klarinette wurde durch Adolf Sax wurde ja dieses Saxophon gebaut. Und das Saxophon stammt von der Klarinette her, diese Bauweise und die Anblastechnik. Und das Mundstück auch. Alles ist ein bisschen ähnlich, aber trotzdem immer ein bisschen anders. Nee, die Klarinette ist zylindrisch und das Saxophon ist konisch. Das heißt also, beginnt eng und wird ja immer breiter, das Rohr am Ende. So, manchmal ist es so, ja, bei den meisten ist es ja gebogen. Es wird also immer kontinuierlich breiter und dadurch wird auch die Luftsäule von dem Instrument ja auch immer instabiler. Das heißt also, tiefe Töne kommen schwerer, weil unten ja, das Instrument am weitesten ist. Bei einer zylindrischen, also bei der Klarinette, geht das alles gerade. Da kann man also wunderbar leise spielen. Also die Klarinette kann wirklich samt Pfötchen und leiseste Töne erzeugen. Und das geht am Saxophon schon sehr mühselig. Das ist also, da muss man in jeden Ton kämpfen. Aber was mich am meisten reizt in meinem Beruf ist es, das, was viele nicht verstehen können. Viele sagen, ja, zum Beispiel der Dirigent, der will etwas von mir, das passt mir überhaupt nicht und ich würde ja ganz anders und sowas. Und ich kehre den Spieß um und denke immer, du weißt, was du kannst, aber die Kunst ist es auch, etwas zu machen, was dir jetzt vielleicht gar nicht liegt oder wie du es gar nicht gerne hättest, was aber jemand anderes haben möchte. Und dem dann gerecht zu werden oder dem entgegenzukommen oder das so auf die Reihe zu kriegen, wie einer das vielleicht anders haben möchte, als man selber machen würde. Da liegt ein gewisser Reiz drin und bevor ich da anfange zu meckern und sage, mein Gott, wie soll ich denn sowas machen oder ich habe keinen Bock, dann nehme ich das lieber anders und genieße das dann auch, wenn mir das auch dann das gelingt. Klarinette vielleicht nicht, aber Saxophon werde ich immer gerne spielen wollen. Ich habe gerade gehört, es soll einen weiteren Officer Krupke geben. Das kann normalerweise nicht sein, liebes Publikum, weil in der Westside sorgt nur ein Krupke für Ordnung. Und deswegen werde ich jetzt mal gucken gehen, wer sich da... Die Jugend von heute,
Tattoos überall, Metall im Gesicht und alle diese neuen Trends von sozialen Netzwerken mit den überflutenden Statusmeldungen. Früher gab es sowas nicht. Ja, früher, da reichte eine E-Mail, um kommunizieren zu können. Über E-Mails handelt auch unsere neue Studioproduktion Gut gegen Nordwind, das erst vor kurzer Zeit als äußerst erfolgreicher Roman die Bestsellerlisten gestürmt hat. Wir haben kurz bei den Proben reingeschaut und mit dem Regisseur Werner Tritschler über das Stück gesprochen. Genau das wollte ich sagen. Liebe Frau Rothner, machen Sie das absichtlich? MFG Leo Leike. Lieber Herr Leike, das ist mir jetzt wirklich peinlich. Sie müssen wissen, ich habe einen chronischen EVI-Fehler. Wenn ich schnell schreibe und es soll ein I folgen, rutscht mir immer ein E hinein. Es ist nämlich so, dass sich meine beiden Mittelfingerkuppen auf der Tastatur bekriegen. Die rechte will immer schneller sein als die linke. Sie schiebt ein I hinein, bevor die rechte ein E setzen kann. Es ist nämlich so, ich bin gebürtige Linkshänderin und in der Schule auf rechts umgepolt worden. Das hat mir die Linke bis heute nicht verziehen. Schönen Tag noch. Ja, mein Name ist Werner Tritschler. Ich bin im Moment Wahlkölner und zum ersten Mal hier im Theater Trier engagiert als Regisseur für das Stück Gut gegen Nordwind. Also ich habe an ganz, ganz vielen Theatern gearbeitet als Schauspieler. Ich bin gelernter Schauspieler, 81 in Berlin an der Ernst Busch abgeschlossen, habe dann schon inszeniert und habe das beides immer gleichzeitig gemacht. Verschiedene Stationen waren das Staatstheater Wiesbaden, Düsseldorfer Schauspielhaus. Ich habe mal an der Volksbühne Berlin gespielt als Gast oder am Schauspielhaus in Hamburg, am Theater an der Ruhr. Es gibt viele, viele Stationen im Laufe des Lebens. Das Stück kommt eigentlich aus einer alten Tradition, weil es folgt einem Roman. Glattauer hat einen Roman geschrieben. Ähnlich wie früher Briefromane sind es jetzt E-Mails. Der ganze Roman besteht aus E-Mails und das ganze Stück besteht aus E-Mails. Darüber wird kommuniziert, übers Internet. Und so lernen sich die beiden Hauptdarsteller kennen und kämpfen miteinander um die Liebe und um das Leben. Sie heißen Emmy, also Emma. Mit 30 heißt man nicht Emma, erst wieder unter 20. Unter 20 sind Sie aber nicht, sonst würden Sie Wörter wie cool, spacig, heavy oder geil verwenden. Schreibt man jünger als man ist, zum Beispiel, weil man sich deutlich jünger fühlt, nennt man sich nicht Emma, sondern Emmy. Fazit, Sie schreiben wie 30, sind aber 42. Stimmt's? Die Zeitschrift Like hatte ich für meine Mutter abonniert. Und was sagen Sie jetzt? Vielleicht sind Sie 20 oder 60, 1,90 Meter groß und 100 Kilo schwer. Ich wollte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten. Lieber Herr Professor, ich mag Ihren Humor. Er ist nur ein Halbton von chronischer Ernsthaftigkeit entfernt und klingt deshalb besonders schräg. Ja, erstmal ist es sehr merkwürdig, wenn man anderer Leute E-Mails liest. Beim Roman geht das, beim Stück ist das ein bisschen merkwürdig. Und man kann ja nicht wirklich die Leute hinsetzen, vor einen Laptop eintippen lassen, den ganzen Text und der andere liest. Das geht gar nicht. Also sie müssen trotzdem spielen, wie man es beim Schauspiel ganz normal macht. Aber sie sehen sich die ganze Zeit nicht. Und das ist sehr merkwürdig für den Schauspieler. Da muss er sich erstmal dran gewöhnen, weil er immer reagiert auf den Partner und er versucht immer auf den Partner, mit dem Partner etwas zu machen. Aber er sieht ihn nicht und interpretiert das Geschriebene, was er eigentlich dann hört, oft falsch oder für sich. Und das ist ein großer Reiz vom Stück. Lieber Leo, den Lacke lasse ich jetzt weg. Sie dürfen dafür die Rotner vergessen. Ich finde es spannend, dass Sie sich so auf einen Menschen einlassen können, den Sie gar nicht kennen. Das ist völlig atypisch männlich und das bewundere ich an Ihnen. Ich habe sowas noch nie inszeniert. Bin auch sehr gespannt gewesen, wie das überhaupt sein kann. Wir haben ein gutes Konzept gemacht von der Bühnenbildnerin Susanne Weibler. Die hat erst einen normalen Raum inszeniert. Es wird auch oft so gemacht, es läuft ja sehr erfolgreich in der Republik. Es wird oft gemacht, dass eine Seite ihm gehört, an eine Seite ihr von der Bühne und die sind ganz normal ausgestattet. Aber wir haben einen Raum gemacht, einen Internetraum, eine Datenautobahn, in der sich die beiden Leute verlieren oder wieder finden. Und so gibt es Überschneidungen, auch räumliche Überschneidungen, aber sie sind immer allein. Jetzt kann ich beruhigt schlafen. Alles Liebe. Der Roman ist ein Bestseller, das Stück läuft überall hervorragend. Und als wir uns damit beschäftigt haben, wir arbeiten schon eine ganze Weile, habe ich gemerkt, wie viel Potenzial da drin steht und wie viel Spaß. Und es hat immer den Raum für den Zuschauer, der mitdenken kann und sich selber damit darin finden kann. Ich bin beruflich derzeit mit der Sprache von E-Mails befasst. Haben Sie eine Homepage? Wenn nein, wollen Sie eine? Wenn ja, wollen Sie eine noch schönere? Ich bin nämlich beruflich mit Homepages befasst. Nicht länger als 20 Sekunden, liege ich richtig? Gute 3 Minuten.
Ich glaube, es ist für alle. Für die ganz jungen Leute sind jetzt nochmal alle einen Zahn schärfer, noch einen Zahn schneller, weil die ganzen Sachen schneller entwickelt werden. Aber es ist, also ich habe Leute kennengelernt, die das gelesen haben, die es auch gesehen haben, die es waren ältere und auch die Jungen interessieren sich sehr dafür. Dürfte ich doch eine falsche Vorstellung für ihn entwickeln? Ich will Ihnen das gestehen, ich habe wirklich nicht mehr als 20 Sekunden gebraucht. Hat mir imponiert, wie Sie mich so spontan durchschaut haben. Sind Sie Germanistikprofessor? Schönen Tag noch, Emmy, die quirlige Rotner. Nein, das sind nicht die Gefahren des Internets, also die werden nicht benannt, aber man sieht, welche Gefahren darin lauern manchmal. Das ist aber nicht im Extrem. Es ist nur so, weil so vieles missinterpretiert werden kann vom anderen und man sich auch verstecken kann im Internet, ist das ein Thema, das im positiven Sinne auch unterhalten soll. Also man soll eher rangeführt werden an die Sachen und soll sich nicht ängstigen, aber trotzdem soll man ja vorsichtig sein. Chef Schrank, meine Ausbeute von heute. Aus Revier mit Ihnen. Aus Revier mit dir. Chef müsste man sein. So, das war's mal wieder von Rampenfieber. Wie Sie sehen, habe ich alles im Griff. Ich hoffe natürlich, dass ich Sie wieder im Theater sehe. Bis dahin. Das kommt, weil er verrückt ist. Das kommt nur, weil er trinkt. Das kommt, weil er missglückt ist. Das kommt nur, weil er stinkt. Das kommt vom Pubertieren. Was machen wir da? Rampenfieber!